Jo Mäuseleute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einer weiteren Spieltagprognose hier vom Kanal. Heute zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund. Und das Ganze werde ich nicht alleine bestreiten, sondern zusammen mit dem Alex. Moin Moin Leute, Aachensburger Alex hier. Ja, ich vertrete Dortmund, der Alex den 1. FC Köln. Und rein von der Tabelle her ist es ein ziemlich spannendes Spiel, weil die beiden Vereine direkt hintereinander stehen. Sollte Dortmund gewinnen, ja, bauen sie den Vorsprung aus. Und ja, so langsam wäre das ja auch mal wirklich vom Vorteil. Also ihr habt schon einen nicht gerade perfekten Saisonstart hingelegt. Der gleiche Saisonstart war aber auch 2011 so und du weißt, wie das Ganze geändert ist. Ja, ich wollte auch nicht gerade sagen. Also beim letzten Saisonstart, der so war, da wurdet ihr Meister. Richtig. Natürlich, vergesst nicht in den Kommentaren zu tippen. Was macht dein Spieler? Das frage ich mich gerade auch. Was? Auch von mir was? Genau. Okay. Vergiss nicht zu tippen, wie das Spiel bei uns ausgeht und wie es in echt ausgeht. Und man kann schon mal darauf hinweisen, dass ihr beim Alex auch eine Spieltagprognose findet. Genau. Zwischen Hannover 96 und Gladbach, genau. Genau. Was ist denn da los? Oh mein Gott. Das ist Rumgehacke in der Abwehr. Ja, jetzt komm, Immobile. Nein. Und es macht, oh, nein. Er rennt. Oh, sehr gut. Oh Gott. Nein, wohin? Nein, wohin? Nein, wohin? Nein. Was war das denn? Der Spieler hat den Schuss gewechselt. Ah! Ja! Nein! Ja! Oh Gott. Warum schießt er mit rechts? Mir überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ah, komisch. Ich weiß, und ja, Neibes! Oh mein Gott, was macht denn der Keeper da? Ganz klarer Torwartfehler, der vom seelenlosen Menschen. Wer ist das überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Horn. Ja, Torwartfehler, ganz klar, kommt raus und hat ihn nicht. Durch Immobile, das würde ihm in echt auf jeden Fall mal sein Ego stärken. Und auf Kagawa. Jetzt muss ich ihn einfach. Oh mein ja, Gott. Ja, nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh! Ja, hast du gerade durch mein Torwart durchgeschossen? Nein, ich weiß es nicht. Sehr gut. Was? Was ist jetzt los? Oh mein Gott, Schiri, ist das dein Ernst? Was? Der du wärst durch gewesen. Ey. Wie findest du das, Alex? Scheiße. Findest du das ärgerlich? Ja. Warum? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Oh mein Gott. Nicht nochmal mit Köln spielen. Oh! Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, die anscheinend nichts so wirklich. Nein, nicht! Och! Der hätte eine Sekunde nur, Bruch einer Sekunde früher abspielen müssen. Das wäre besser gewesen. Nach Sigi. Oh mein Gott, das war Kagawa, oder? Nee, ich sag jetzt nichts Falsches. Was Kagawa? Das war Kagawa. Ja, das sagt der kam alles extremst gut über der Ball. Ja, jetzt kommen wir vor. Oh, ist das eng hier. Oh, das ist nett gewesen. Oh mein Gott! Puh, Auge. Komm nicht so, wie du möchtest, ne? Nee, irgendwie überhaupt nicht. Oh, das ist ja nett. Irgendwie warst du verdammt frei. Das ist der verdiente 2-0, ganz klar. Ey, was? Immobile. Super, wirklich super. Zwei Tore für ihn, wenn es so in echt läuft, freue ich mich auch für ihn. Ja, kam direkt vom Torwart der Ball, ne? Echt? Ja. Glückwunsch. Oh! Meine Spieler sind schnell. Der Spender kann mich einholen. Das soll was heißen. Komm, zieh! Bei denen ist die Tempowertung schon fast hier einmal so weit, wie es nur möglich ist. Und trotzdem holen mich alle ein. Wie rupst du mich denn um? Ja, das ist absolut richtig. Oh, der war sogar abgefälscht, Alex. Ja. Hast eine Ecke. Ja. Ja, freu dich doch mal. Hier, zeig mal deine Freude. Yeah. I'm excited. Oh, wow. Du hast geköpft, ne? Ich glaube, ja. Ja. Alter. Ja, die können ja noch nicht mal köpfen, wenn die alle Zeit der Welt haben. Und das. Was? Das war kein Foul! Ich hab nur den Ball erwischt, also. Oh, scheiße. Oh! hallo, ey! Ey! Oh, das ist nett. War aber abseits, ne? Oder? Ja. Na komm, ich komme nicht hinterher, ey. Ey, schon wieder! Was mach ich denn? Ich weiß es nicht. So, jetzt aber. Ich dachte jetzt ernsthaft, ich hätte den Ball noch getroffen. Wer ist Wimmer? Das ist ein Innenverteidiger. Was macht der hier vorne? So, jetzt aber. Kevin. Mit dem kannst du auch keinen Blumentopf gewinnen.
Oh mein Gott, die Pässe, die sind richtig scheiße. Ich habe noch nie so was Schönes erlebt. Oh Junge, ey. Weg damit. Ist das Spiel zu Ende? Ja. Zum Glück. Ich bin erlöst. Ich ärgere mich. Also ich fand das Spiel an sich aus meiner Sicht natürlich super, aber die liegenden lassenden Chancen, ich meine, es spiegelt einfach wirklich exakt das wieder, was momentan bei Dortmund auch los ist. Aber gut, 3 Punkte ist gut. Ich tippe 2-0. Also 0-2. Die müssen gewinnen. Ich sag sogar ein 3-2. Köln gewinnt. Was? Ja. Nächste Prognose ohne Alex. Und ohne Köln. Nee, ohne Köln. Ja, nee, ja gut. Wie gesagt, beim Alex findet ihr auch noch eine Prognose. Hannover gegen Gladbach ist in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es euch auch an. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Spieltag. Und ja, haut rein, Leute. Tschüss. Nie wieder Köln.